Oh ja, was geht ab, Leute? Willkommen zurück auf diesem Dreckskanal und heute werden wir wie Drecksprochen tunen. Aber dafür muss ich erstmal diese beschissene GoPro auf meinen beschissenen Kopf tun. Moment, Leute. So, passt das? Ja, das passt ja gut. Bro, Alter, warte mal, den Sitz erstmal ein bisschen runter machen. Geht gar nicht, Alter. Ich bin echt überfordert, Bro. Wie sollen wir das alles machen? Wo soll ich anfangen? Das ist doch hier. Reißen! Kann man das rausreißen? Junge, Alter, ist das stabil. Junge, das Croissant ist stabiler als gedacht. Irgendwas will ich doch hier rausreißen. Was kann ich denn hier jetzt rausreißen? Wie kann man alles so stabil irgendwie? Was ist denn los hier? Ah, jetzt hier. Ja. Bevor ich hier weitermache, Brille. Die Felge. Dad, die Felge. Ich habe deine Felge kaputt gemacht. Brille. Guckt euch das mal an hier, was ich alles dabei habe, Junge. Das ist alles Tuning-Material. Alles Tuning-Material vom Feinsten, Junge. Und passt mal jetzt auf. Kabelbinder! Ja! Endlich, Kabelbinder ist am Start, Junge! Wisst ihr, was das bedeutet? Wir werden heute den Drecksauspuff tunen! Seit 7000 Jahren fuckt ihr mich ab, hier, ich blute. Digga, nicht mal angefangen mit dem Zerstörungsvlog und ich kann kein Blut sehen, ich kippe gleich um. Brille! Ganz wichtig. So, jetzt sind meine Drecksaugen geschützt. Boom! Junge! Mal gucken, wie ich aussehe. Ach du Scheiße! Noch hässlicher als vorher. Wollen wir direkt mit dem Auspuff anfangen? Das bin ich euch schuldig. Das machen wir. Wartet, Leute. Jetzt kann ich weiter zerstören. Ja! Meine Augen sind geschützt! Au! Ey, mit der Brille fühle ich mich irgendwie professioneller. Warte, ich zeig euch nochmal die Brille. Guckt euch das mal an. Guckt euch mal an, wie die Scheiße aussieht, Junge. Wenn ich die anhabe, direkt, Junge, direkt Profi. Diese Brille wird bestimmt meine Skills verbessern. Was ist hier los? Oh, Tuning-Treff. Poloch und Jazz. Tuning-Treff. Was denkt ihr? So? Hey, wie viele Parts? Komm. Ihr könnt ab jetzt wieder Wetten abschließen. Wie viele Drecksparts packt dieses Auto? Wer ist für 2 Parts? Mist! Wieso chillt da wieder jemand? Aber ich glaube, der zischt ab. Oh, was ist das? Ah, der Rallye-Weg. Ich passe da nicht durch. Dreck, sonst hätte ich das gemacht. Der zischt ab. Jawohl, zisch ab, Junge. Jetzt wird ihr getuned, Junge. Das hast du nicht gesehen. Wow. Okay, perfekt. Das ist der perfekte Tuning-Spot. Passt auf jetzt, Leute. Ich hoffe, dieser... Alter, wie laut ist das hier, bitteschön? Scheiße, ich fahr mal ein bisschen vor. So, jetzt hier aber. Oh, Schlagloch. Ei! Hier passt es jetzt. Was ich sagen wollte, ich hoffe, dass. Oh, wie viel. Digga, noch dreckiger geht's nicht. Wo habe ich denn hier geparkt, Junge? Aber eigentlich gar nicht so schlecht, Junge. Rein mit dir in den Auspuff, fress die Scheiße. Was habe ich gemacht? So, ich muss das Auto ein bisschen vorfahren. Dumm. Nur noch ein bisschen. So, jetzt aber. Das Ding ist, der Auspuff da. Dreck. Jetzt können wir nur hoffen, dass dieser Schlauch da drauf dran passt. Aber ich glaube, so wie es aussieht, wird es hier wieder ein dreckiger Fail. Ich sag euch ganz ehrlich, ich werde es jetzt schaffen. Ist mir scheißegal, Leute. Heute schaffen wir das. Wir werden nicht aufgeben. Das geht. Oh mein Gott. Ah, ist das heiß. Bro, ich bin noch 3 Minuten gefahren. Wieso ist das so heiß? Ey, das ist schon mal gut, Alter. Ich habe schon ein bisschen dran gemacht. Bin halt Profi. Das kenne ich ja auch von anderen Aktivitäten. Ah, jawohl. Ey, es geht. Oh mein Gott, es geht. Nein, ich kann es nicht glauben. Obwohl der After so breit ist, passt dieser Schlauch drauf. Das ist doch hier unmöglich. Nein. Jetzt Kabelbinder drauf. Oh mein Gott. Das haben wir letztes Mal vergessen, beziehungsweise ich war einfach nur zu dumm und ihr habt mich wieder darauf aufmerksam gemacht, dass es so Utensilien gibt, die man sich kaufen kann. Und dann macht man einfach den hier und den hier. Bam. Alter, jetzt geht's los, Alter. Jetzt kommt der Porsche-Sound. Ich lasse den erstmal so lang und gucke, was passiert. Wenn nichts passieren sollte, dann Cuttermesser habe ich dabei. Cuttermesser ist am Start, dann schneiden wir den Dödel ab. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Lambo-Sound.
Es geht los. Wir starten die Möhre. Wir starten die Drecksmöhre. Haltet euch fest, bevorzugt an eurer Kloschüssel. Wie geil ist das? Boah, wie heiß der wird. Abgase des Todes. Warte mal, ich schalte mal fest, Junge. Ich schalte mal fest. Junge, ihr hattet recht. Zwar noch kein Lambo-Sound, ich glaube, dafür ist der Dödel noch zu lang, aber das kriegen wir auch noch hin. Wir können ihn ja kürzen, aber das gefällt mir gerade. Junge, wie geil. Wie viel, Bro, wie viel Dings hier rauskommt. Wie viel Sprit hier rauskommt, Junge. Ich werde komplett hier angespritzt. Guck mal hier, die ganze Scheiße hier. Warte mal, ich überlege irgendwie den Sound. Oh, Moment. Irgendwie den Sound hier rüber zu bringen. Wartet. Wie soll ich das machen? Ey, was passiert eigentlich, wenn ich die Tür zumache? So. Dann explodiert der Schlauch. Oh mein Gott. Oh, Alter, der explodiert wirklich. Nee, ich will ihn nicht kaputt machen. Kurz überlegen, wie ich das mache. Warte. Ich mach's so. So. Wir machen jetzt die GoPro hier auf dem Boden. Wenn man ehrlich ist, sind eure Ideen für den Arsch, Bro. Eigentlich für den Arsch. Aber heute habt ihr alles zerbombt. Beste Idee, die je hatte Community. Und jetzt holen wir Cuttermesser und schneiden den Dödel ab. Dödelmödel, Cuttermesser, hier ist Cuttermesser. So. Oh, scheiße, lassen wir erstmal die Puppies hier durch. Oh nein, die pissen auf meinen Auspuff. Oh nein, verpiss euch jetzt. Oh, Cuttermesser. Mit dem Cuttermesser kann man auch viel anstellen. Zum Beispiel hier dieses Emblem rausholen. Machen wir alles später. Erstmal schneiden wir diesen dreckigen Schlauch ab. Wie kurz soll ich ihn schneiden? Sag mal was. Sag doch mal was. Ist zu lang. Wir machen hier. Wir machen Hälfte weg. So. Bam. 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 Perfekt. Das können wir für das nächste Auto benutzen, das übrigens bald kommt. Hab ein Auto gekauft. Ha. Hier. Wurde auch langsam mal Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt. Hä, ist die Karre aus? Was ist mit der Karre passiert? Hey, wieso ist die Karre aus? Boah, ich dachte schon, Alter. Hey, hör mal, lass mich mal hier nicht im Stich. Das ist die Karre von meinem Dad, okay? Die kann nicht so schnell kaputt gehen. Nein, Cuttermesser, nein, ich brauche das noch. So, jetzt kommt der ultimative Sound. Das ist jetzt, das vorhin war ein eleganter, schmackhafter Porsche-Sound. Aber jetzt, denke ich mal, kriegen wir hier den Lambo-Sound, Digga. Dieses Auto hört sich einfach an, wie wenn ich abends eure Kommentare lese und am Scheißen bin. Bro, was ist denn da los? Oh, wie er vibriert. Oh, wie er vibriert. Oh, ist das heiß. Bruder, ist das heiß. Oh, das kann man ja gar nicht mehr anfassen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Idee. Einfach Idee in meinen Kopf gekommen. Jetzt, bam. Ich weiß nicht von wo, aber Bro, beste Idee der Welt. Einfach, ich stecke das jetzt in mein Arschloch. Schön in den After reinschieben. Oh, fühlt sich gut an. Jetzt weiß ich, was ich mache, wenn die Kamera aus ist. Leider kann ich das hier nicht posten. Würde ich aber gerne machen. Vielleicht sollte ich mir einen OnlyFans-Account aufmachen. Vielleicht sollte ich mir einen OnlyFans. Komm, wir lassen das nochmal dran und brettern eine Runde, oder? So, wir gucken mal jetzt, ob Leistungssteigerung da ist. Fenster auf. Komm, hey, gib mir ein paar Fehlzündungen. Ja! Oh, habt ihr gehört? Warte, wir müssen hier nach rechts. Für Fehlzündungen, Junge! Satta! Oh, wieder was gebrochen.